Cocktails mit Säften, Sirup und anderen Zutaten mit hoher Viskosität shakt man, damit sie sich besser vermischen. Hat man nur Spirituosen bzw. klare Zutaten mit hoher Fluidität, dann rührt man den Drink. Diese Faustregel funktioniert bei vielen Drinks, aber eben nicht bei allen. Der Dashler-Cocktail ist eine der Ausnahmen und den machen wir jetzt. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die eingangs genannte Regel bezieht sich vor allem darauf, wie gut sich Zutaten durch die Mischmethoden rühren oder shaken verbinden lassen. Die Zubereitungsart hat aber noch andere Auswirkungen auf den Drink, die man kennen sollte, damit man versteht, was passiert und die richtige Wahl treffen kann. So wird beim Shaken beispielsweise deutlich mehr Luft in den Drink eingebracht, Zutaten wie Eiweiß und Sahne aufgeschäumt, aber auch Drinks ohne diese Produkte erhalten eine andere Textur, was zum Beispiel beim Japanese Cocktail gewünscht ist. Mein Video dazu findet ihr jetzt hier oben. Auch erreichen wir eine andere Art der Verwässerung und einen unterschiedlichen Grad der Kühlung zwischen Shaken und Rühren. Beim Dashler Cocktail ist es eine Feinheit, die aber den Unterschied macht. Es geht um die Zesten von Orange und Zitrone. Rührt man diese nur mit, dann ist der Effekt gering. Shaket man sie aber, treten deutlich mehr Zitrusöle aus und die machen in diesem Manhattan-Twist den Unterschied. Erstmals schriftlich erwähnt wird der Dashler-Cocktail in Hugo Enslins Buch Recipes for Mixed Drinks von 1917 und ist damit ein sogenannter Prohibition-Drink. Benannt ist er wohl nach dem Dashler Hotel in Columbus, Ohio, welches die gleichen Eigentümer hatte wie das Wallack Hotel in New York City, in welchem Enslin tätig war. Ob Enslin selbst oder ein Kollege den Drink erfunden hat, ist leider nicht nachzuvollziehen, da Enslins Buch wie damals üblich keine Quellenangaben enthält. So oder so gilt Enslins Rezeptesammlung heute als eines der bedeutendsten Werke der Barwelt und hat viele Rezepte aus der Vorprohibitionszeit überliefert, die später in so berühmten Büchern wie dem Savoy Cocktail Book wieder auftauchten. Zur Zubereitung des Dashler Cocktails benötigen wir Rye Whisky. Ich verwende heute den James E. Pepper mit 46 Volumenprozenten. Wir brauchen Dubonnet, einem roten Wermut sehr ähnlich, aber mit einer sehr speziellen Chininnote und einen Orangenlikör, und zwar am besten Cointreau, denn laut deren Webseite war der Dashler der erste New York Cocktail, der Cointreau verwendete. Dazu noch Pechos Bitters, ja, und dann eben noch Zitronen und Orangenzesten, die wir im Drink mitshaken werden. Wie immer findet ihr alle von mir heute verwendeten Zutaten, Werkzeug und Glasware im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop beziehungsweise unter dem Video. So, wir schnappen uns zunächst mal die Oberseite des Shakers und dann machen wir unsere Zesten. Schaut, dass ihr unbehandelte Produkte habt, am besten Bio, aber wie gesagt, mindestens unbehandelt. Macht sie vorher sauber und dann ziehen wir hier einfach eine schöne, lange Zeste runter und schauen da mal, dass wir möglichst wenig von dem Weißen hier, ne, Mesocarp heißt das, haben. Notfalls könnt ihr das mit dem Messer noch mal ein bisschen abschaben, aber damit bin ich zufrieden. Denn dieses Weiße bringt ein bisschen Bitterkeit in den Drink. Wenn das so viel ist, ist es okay, aber es kann halt schnell zu bitter werden. Die Orange brauchen wir nachher noch für die Zeste, die wir oben drüber ausdrücken. Deshalb lassen wir die mal da vorne liegen. Ja, und dann ziehen wir uns hier auch noch eine Zitronenzeste so leicht schräg. Dann kommt da ein besonders schön langes Stück bei raus. Ja. Hier ist mir jetzt ehrlich gesagt das Mesocarp ein bisschen zu dick. Und deshalb schneiden wir das jetzt mal ganz leicht hier runter. Einfach so das Messer auflegen und dann drüber ziehen. So, und dann können wir die Zeste auch hineingeben. So, dann brauchen wir unseren Jigger in Zentilitern und wir beginnen mit unserem Cointreau, unserem Orangenlikör. Davon brauchen wir einen Zentiliter. Von unserem Dubonnet 4 Zentiliter. Meiner kommt übrigens frisch aus dem Kühlschrank. So halten solche weinbasierten Produkte einfach länger den Geschmack. Und dann haben wir hier noch unseren
Rye Whiskey. Und auch von dem brauchen wir 4 Zentiliter. So, dann schnappen wir uns noch unsere Peugeot Bitters und geben da 2 ordentliche Dashes hinzu. Jetzt nehmen wir die Unterseite des Shakers und füllen die mit Eis. Geben unsere Flüssigkeiten und die Zesten oben drauf. Schließen den Shaker und das Ganze kriegt jetzt 10 bis 15 Sekunden. So. Das dürfte gereicht haben. Wir geben einen Hawthorne Strainer in den Shaker. Wir schnappen uns unsere vorgekühlte Cocktailschale und wir seien den Drink ab. Ja, wie angekündigt, bauen wir noch eine zweite Orangenzeste. Deren Öle wir jetzt hier schön über den Drink geben. Da ist übrigens besser, wenn etwas mehr Mesokarp an der Zeste ist, denn dann treten die Öle besser aus. Also auch hier mal so, mal so. So, und für die Deko, für die Garnitur schneide ich die Zeste jetzt noch mal ein bisschen zu. Einfach die Ränder begradigen. So, und jetzt schnappen wir uns einen Barlöffel und rollen die Zeste da einmal drumherum. In der Hoffnung, dass sie die Form dann etwas besser annimmt, als wenn man das nur in der Hand macht. Mal wirklich schön fest drehen. Ziehen wir den Barlöffel raus und können die Zeste dann hier oben so an den Drink hängen. Und ich habe für euch den Dashler. Ja, wie immer die obligatorische Bitte, bevor ich den Drink gleich probiere. Wenn ihr häufiger meine Videos schaut, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind nur wenige Klicks, das kostet euch nichts. Was hilft dem Kanal? Und ich sage danke dafür und darf mich jetzt dem Dashler Cocktail widmen. Ich mag ja solche Shortdrinks. Oh ja, sehr intensiv. Der Rye und der Dubonnet. Es ist dennoch überraschend fruchtig. Die Orangenöle, die Zitronenöle haben da schön zusammengespielt. Sicher aber auch der Orangenlikör und dann aber Trockenheit, Roggenbrot, Leder, Eiche vom Rye, Gewürze vom Dubonnet, ganz leichte, ganz subtile Bitterkeit. Und trotzdem diese Fruchtigkeit, diese, ja, ich kann es nicht anders sagen, trockene Fruchtigkeit aus den Zesten. Und das ist einfach viel intensiver, als das eben nur der Geruch sonst ergibt, den man so beim Auspressen der Zeste über den Drink legt. Das ist ganz anders eingebunden, kommt ganz anders rüber, ja, ist wirklich einfach toll. Ist wie ein spritziger, fruchtiger Manhattan. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch der Dashler-Cocktail gefällt. Ich empfehle euch sehr, den nachzumachen. Für heute war es das. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die gibt's unter dem Video. Da könnt ihr uns ganz besonders unterstützen. Oder nach unserem etwas darbenden Instagram-Channel. Gibt es jetzt hier oben verlinkt. Im Abspann dann noch weitere spannende Manhattan-Variationen. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Cheers.